Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sunny Side of Life. Heute widmen wir uns einem absoluten Klassiker. Jeder, der schon mal auf Partys war, bei denen es daheim ein kleines Buffet gab, wird ihn wohl kennen. Den Nudelsalat. Häufig als Beilage gereicht, gerne auch beim gemütlichen Grillabend, fungiert er auch super als eigenständige Hauptspeise. Ja, der Fantasie sind bei der Auswahl der Zutaten keine Grenzen gesetzt. Und wir verwenden heute Nudeln, bereits gekocht und abgekühlt, Essiggurken, eingelegte Maiskölbchen, den Sud von den Essiggurken und von dem Mais. Dann haben wir hier eine vegane Alternative zu Fleischwurst. Ja, ich weiß natürlich, dass das ein bisschen paradox ist, vegan und Fleisch bzw. Wurst. Wobei Wurst natürlich nur die Form bezeichnet, sonst dürfte man auch eine Scheuermilch nicht Scheuermilch nennen, denn darin ist ja auch keine Milch enthalten. Oder man dürfte einen Kinderriegel nicht Kinderriegel nennen, denn da sind ja auch keine Kinder drin. Dann haben wir noch Mayonnaise ohne Ei und Salz und Pfeffer. Das heutige Rezept läuft wirklich unter dem Motto Keep it simple. Wir geben zu den Nudeln den Mais, die Gurken und die Wurst dazu und verrühren das Ganze mal. Danach geben wir die Mayo sowie den Essigsud und Salz und Pfeffer dazu. Nehmt beim Essigsud erstmal nicht zu viel, beziehungsweise nicht alles. Wir werden später noch etwas davon brauchen. Die Konsistenz der Creme sollte nicht zu flüssig sein, ansonsten gebt ihr noch etwas Mayo dazu, aber auch nicht zu fest, ansonsten noch etwas Essigsud hinzugeben. Das Ganze lasst ihr am besten einen Tag durchziehen und dann müsst ihr wahrscheinlich sowieso mit Mayo und Essigsud sowie Salz und Pfeffer noch mal etwas nachwürzen. Jetzt sind wir auch schon fast wieder am Ende des Videos. In den Nudelsalat passen sonst auch noch gut Silberzwiebeln, Oliven, Erbsen und Möhrchen, Käse, diverse Nusssorten und so weiter und so fort. Statt Mayo wird oftmals noch eine Vinaigrette verwendet. Ihr seht, die Möglichkeiten sind äußerst vielseitig. Schmeißt einfach in den Nudelsalat rein, was euch gefällt, von dem ihr denkt, dass es gut zueinander passt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video.